Innovative Ideen gelangen von CAT Systems Pfronstetten in die ganze Welt. Um sich von der Arbeit, die im Betrieb geleistet wird, ein Bild zu machen, stattete der CDU-Europaabgeordnete Norbert Linz der CSP GmbH am Freitag einen Besuch ab. Mit dieser Fabrikhalle und 4 Mitarbeitern hat 2005 bei CAT Systems Pfronstetten alles angefangen. Mittlerweile beliefern die Spezialisten für Metallbearbeitung von der Schwäbischen Alb Unternehmen von nah bis fern. Das schätzt auch der Pfronstettner Rathauschef. CSP ist für uns natürlich eine sehr wichtige Firma, die bietet Arbeitsplätze. Wir haben einen weiteren großen Arbeitgeber, aber unser Ziel ist es natürlich, möglichst viele Arbeitgeber hier bei uns in der Gemeinde zu binden. Arbeitsplätze sind wichtig, damit unsere jungen Menschen auch eine Perspektive haben, um hier im ländlichen Raum Heimat und Arbeit zu finden. Damit dies auch künftig möglich ist, bemüht sich Bürgermeister Reinhold Teufel darum, dass sich Unternehmen wie CSP hier auch weiterhin ausbreiten können. Wir haben auch noch in südliche Richtung weitere Entwicklungsmöglichkeiten, die wir selbstverständlich für CSP vorhalten. Außerdem gibt es auch für andere Unternehmen noch etwas Platz, wobei es immer schwieriger wird, im ländlichen Raum Bauflächen im Allgemeinen und Gewerbebauflächen im Speziellen zu gewinnen. Aber was genau macht CSP eigentlich mitten in der ländlichen Idylle von Pfronstetten? Also CSP baut eigentlich aus der Stahlplatte komplett fertige Anlagen, die nachher in Produktionen verwendet werden. Aber auch im Bereich Lohnfertigung machen wir Einzelteile, also Leisern, Kanten, Schweißen, also auch ganze Baugruppen. Wir lackieren sie auch in der Farbe, die der Kunde wünscht, machen auch die mechanische Bearbeitung, eben das ganze Programm da dafür. Der CDU-Europaabgeordnete Norbert Linz zeigte sich beeindruckt von dem, was CSP in Pfronstetten leistet. Es ist ihm als Vorsitzender des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung wichtig, Betriebe außerhalb des urbanen Raums bestmöglich zu unterstützen. Wir können natürlich dafür sorgen, durch Infrastrukturausbau, was oftmals dann ein Hemmschuh ist für den ländlichen Raum, aber auch manchmal durch Förderung, Stichwort Entwicklungsprogramm, ländlicher Raum, das eben dort speziell gefördert wird. Und natürlich bis von Europa bis zur Gemeinde natürlich dafür sorgen, dass Genehmigungsverfahren möglichst unbürokratisch sind. Diese Unterstützung kann wohl auch CSP in Zukunft gut gebrauchen. Denn dem Erfindergeist und neuen Produkten, die auch mit dem Gedanken an Nachhaltigkeit entwickelt werden, scheinen hier keine Grenzen gesetzt zu sein.